Eine halbe Banane und die Ordnung der Welt. Zwei Schwestern trennt eine Kinderzimmertür. Eine Barriere, die durch das Schweigen dahinter noch unüberwindbarer wird. Die kleine Schwester probiert ihr ehemaliges Vorbild zu erreichen, aber sie wird nicht gehört. Hörst du mich? Du bist jetzt schon so lange in deinem Zimmer. Früher konnte ich immer zu dir kommen. Egal wann und egal warum. Schmeckt dir denn gar nichts mehr? Kein Käsebrot. Keine Banane? Und auch keine Nudeln? Weißt du, vielleicht ist das auch einfach alles ein riesengroßes Missverständnis. Und du bist einfach irgendwo falsch abgebogen und findest jetzt nicht mehr zurück. Das Buch ist sehr traurig. Besonders schön fanden wir, wie die Beziehung der Geschwister dargestellt wird. Es gibt viele berührende Momente und die Autorin hat dieses schwierige Thema gut für Kinder und Jugendliche verpackt. Auch die Erzählungen sind sehr realitätsnah. Das Cover und die grafische Gestaltung passen sehr gut zum Inhalt.